Das ist eine Handstickmaschine. Mein Grossvater war Kreisstickfachlehrer. Er ist manchmal auswärts gegangen zu den anderen Stickern. Die Grossmutter hat gestickt und ich habe mal geholfen beim Fetten. Dann sind wir die Nadel rausgespickt. Mal hat er die Daumen und ein Metallbändchen gekippt, das die Wege bewegt. Also ich könnte wirklich viel von dem erzählen. Von diesen guten alten Zeiten. Oder vielleicht hat man es auch noch so in Erinnerung, die Idylle von früher, von der vergangenen, von der guten alten Zeiten. Ist es besser gewesen? Ist es schlechter gewesen? Das ist das Thema von dem Beitrag, den ich hier filme. Aber interessant ist, wie es zu diesem Beitrag gekommen ist. Fast wie früher. Ich bin mit dem Velo durchs Dorf durchgefahren, habe den Gemeindepräsidenten getroffen. Er hat gesagt, tut's Grabs, ist heute etwas los. Ich habe gesagt, ja, aber ich habe keinen Auftrag. Und dann bin ich weitergefahren. Dann haben nochmal andere gesagt, tut's Grabs, ist heute etwas los. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist denn da los? Und bin dann mal hergegangen, schauen, was denn los ist. Und tatsächlich bin ich zur letzten Führung noch richtig gekommen. Ja, natürlich hat mit einer Kamera, die nicht so gut war im Ton, besser geht es jetzt einfach nicht. Aber ich probiere das, was man nicht gehört, euch dann zu übersetzen. Ich habe die letzte Gruppe hier angetroffen und einfach mal drauf losgefilmt von dieser guten alten Zeit. Werkklangsidylle heisst das, was der Dein Seisler hier beigestellt hat. Und ist gut angekommen. Die Führung, die Sie jetzt miterleben, dauert ungefähr anderthalb Stunden. Sie geht entlang des Mühlbachs und Sie werden drei verschiedene Betriebe besuchen. Das ist hier die Schafwollverarbeitungsfirma Sturzenegger im Haus. Dann ist es eine alte Maismühle und es wird eine mechanische Werkstätte, eine Schmiede sein. Diese Betriebe am Mühlbach, die hatten ihre Glanzzeit vor ungefähr 100 Jahren, als die 20 Wasserräder, die mit diesem Wasser betrieben wurden, noch die einzige Energieform darstellte, die für solche Maschinen brauchbar war. Die hat es doch noch nie gegeben. Der Mensch baut sich seine Idyllen durch sein Vergessen. Das sind doch nur Vorstellungen. Diese Maschine war, als sie 1807 in Grabs errichtet wurde, das Neueste vom Neuen. Doch jetzt nützt sie gar nichts mehr. Sie ist nur noch Fassade, auf die ihr eure Fantasien projiziert. Aber diese 200 Jahre, die diese Maschine erlebt hat, was wüsste sie alles zu erzählen? Zum Beispiel, dass Grabs vor 100 Jahren das Zentrum dieser Stickereiindustrie im Rheintal war. 495 von diesen Maschinen sind in den verschiedensten Haushaltungen des Dorfes in Betrieb gewesen. Deine gute alte Zeit bedeutete 12 bis 16 Stunden Arbeit und das an 6 Tagen die Woche. Und wenn auch nicht die ganze Familie mithalf, dann reichte der Lohn sowieso nicht. Die Lehrer beklagten sich, dass die Kinder der Strickereiarbeiter bloß zur Schule kämen, um dort irgendwann einzuschlafen, aus lauter Erschöpfung. Diese Textilindustrie ist in der Ostschweiz total zusammengebrochen. Seit 5 Jahren gibt es keinen einzigen Stickereibetrieb mehr hier in Grabs. Und wer den Fortschritt bejubelt, sollte auch die Schattenseiten sehen. Wo es Gewinner gibt, muss es auch Verlierer geben. Und Romantiker dürfen doch wissen, dass es noch nie eine Zeit gegeben hat, die nur schön war. Und dann ist hier gegangen, die Schafwollverarbeitung. Es ist Schlutt worden. Aber da müssen wir jetzt durch. Apropos schöne alte Zeit. Es hat sicher keine Zeit gegeben, die einfach nur schön war. Aber wenn ich mich zurückerinnere, die alte Zeit war auch schön gewesen. Aber das hier, der Lärm hier, ja, der ist jetzt so. Und ich tue es so übersetzen, was er sagt. Die Schafwolle, die ist kalt gewaschen worden. Übrigens, das Werkklangs-Idyll-Projekt, das beinhaltet ja auch, dass jemand hinten Klarinett spielt. Das gehört mit dem Lärm rein fast gar nicht. Vielleicht macht man es ein kleines bisschen hören. Ja, und dann natürlich eben geht es halt weiter mit dieser Verarbeitung. Da kommt sie nass raus und nachher wird sie ein bisschen abgetropft und kommt dann nachher in die Kästen rein, wo sie getrocknet wird. Und damit ihr jetzt wisst, wie sich das wirklich abgespielt hat in diesen schönen, alten Zeiten, damit ihr diese Idylle auch ein bisschen mitbekommt, darum bringe ich jetzt euch den Originalton. Genau so war es in diesen guten, alten Zeiten. Thank you.
So, und jetzt ist die Wolle trocken. Und der Lärm müssen wir auch nicht den Fernseher zurückstellen. Nein, das waren die Arbeitsbedingungen von damals, in diesen guten alten Zeiten. So wie sie ist, kann man sie noch nicht zu Garn spinnen. Man muss sie zuerst zerreißen und in ihrer Struktur feiner machen. Früher machte man das von Hand. Man zerzupfte die Wolle. Heute haben wir eine Maschine, die das für uns macht. Nun, die Maschine, die wir für das Zerreißen der Wolle brauchen, ist der Reißwolf. Das war es eben Werkklangsidylle, Klarinett von der Sandra Schmid, der die Bilder hier untermalt. Und ihnen hat es geschneit. Und wenn ihr jetzt meint, das sei eine Nostalgie, nur gerade für diesen Tag hier nochmal in Betrieb genommen worden. Nein, überhaupt nicht. Das ist nämlich die letzte Schafwollverarbeitungsfirma oder Maschine, oder wie man das immer sagt, die es in der Schweiz überhaupt noch gibt. Das wird hier wirklich noch so gemacht. Das ist also weit mehr als einfach Nostalgie. Hier ist die Idylle Gegenwart. Ja, was soll ich dazu sagen? Schaut einfach mal rein. Und wenn es euch interessiert, es gibt sicher immer wieder eine Möglichkeit, diese Idylle selber mal zu erleben. Faszination ob dem Geschenk von der Natur. Faszination wirklich von allen, die ich hier beobachtet habe. Es ist wirklich etwas ganz Spezielles, was hier alles möglich ist, dank dem Bach. Der Bach, der ist ja noch. Ist natürlich ein bisschen Nostalgie, aber wie gesagt, also der Betrieb, den wir vorher gesehen haben, und auch andere, die laufen immer noch. Und es ist eben darum mehr als Idylle. Extra organisiert hat man für den Transport von einem Ort zum anderen eben zwei PS, zwei Ross mit Kutschen, damit es eben auch hier ein bisschen gemütlich zu und her geht, wie eben in früheren, in alten Zeiten. An der Weg kann man übrigens gut erinnern. Da, wo es draußen stehen, da bin ich einmal vorbeigegangen, dann in die Pferkerei. Es war ein bisschen weiter unten, aber ganz in der Nähe bei der Pferkerei, um eben die Spannenden zu holen. Für einen Grossvater, der eben Handstickfachlehrer war. Und die Grossmutter hat einmal gestickt und wir haben gefettet. Also das mit den Rossen, das ist mir eine lebhafte Erinnerung natürlich auch von der damaligen Landwirtschaft. Die guten alten Zeiten habe ich persönlich wirklich als gute alte Zeiten in Erinnerung, aber wenn man viel weniger hatte. Und dann ist es weitergegangen. Nur näher herkommen, das ist gut. Ja, wir schauen den Mühlbach an. Ja, das ist gut so. Bitte kommen Sie rein in die gute Maismühle. Der Werner Hungerbühler hat die Leute begrüßt. Der Werner Hungerbühler, übrigens kommt der Organist in der Kirche, sehr musikalisch, aber er ist eben auch Bexi, also er versteht etwas vom Handwerk. Und er hat die Leute begrüßt. Lassen Sie mich ein paar Worte zur Einführung sagen. In Graz gibt es 7 Mühlen. Ja, Sie haben richtig gehört. 7 Mühlen. Ich habe mich auf das Mahlen von Mais spezialisiert. Seit die Seefahrer die Mais- und Kartoffelpflanzen von Amerika nach Europa brachten und diese dann später auch bei uns angepflanzt wurden, geht es uns viel besser. Wir haben zwar immer noch etwa ein Drittel armengenössige Menschen in der Gemeinde, aber den anderen geht es doch recht gut. Ja, ja, wir können nicht jammern, bewahre, wir können nicht jammern, uns geht's gut. Also, die Bauern bringen den Mais zu mir in die Mühle und nehmen ihr eigenes Mehl wieder mit. So haben sie in der Mühle auch eine etwas längere Wartezeit.
Geld für das Mahlen erhalte ich keines. Aber ich kann einen bestimmten Teil des Mehls für mich wegnehmen und verkaufen. Das ist mein Verdienst. Die Bauern jammern zwar immer, wir Müller nehmen ihnen zu viel Mehl weg. Aber wenn nicht wartet, dass durch die Müllerin versüßt wird, dann sind auch die Bauern wieder zufrieden. Zuschauer auch. Kein Unglück, viele hat ja auch noch zwei andere Mühlen. Überhaupt braucht es, bis er das Mehl hat, das er über den auch will, einen Haufen Mahlgänge. Ich weiss nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Ich habe geredet von 6 bis 7 Mahlgängen. Mit 3 Mühlen, ja, da kann er entweder feiner zur anderen wechseln. Aber um das genau zu erfahren, ja, da müsste man sicher mehr Zeit haben. Und eben der Werner Hungerbühler noch mal ganz genau fragen, wie das jetzt geht. Wir schauen ihm jetzt einfach einmal zu. Thank you.
Charlie Rutz hat mit der Handorgel das musikalisch eingeleitet, das in diesen guten alten Zeiten eben auch üblich war. Wenn es zu wenig zu essen gibt, wird auch dann Kind weg müssen. Jawohl, fort mit Ihnen, nach Amerika oder weiß ich wohin. Die Ortsgemeinde hat ganz recht, wenn sie denen die Reise an den nächsten Atlantikhafen bezahlen, mit dem schriftlichen Versprechen, dass sie nie wieder nach Grabs zurückkehren. Und da braucht es eben der Organist im Müller. Der Pfarrer sagt uns das immer wieder. Aber da sieht man, was seine Ermahnungen nützen. Mit deiner Einstellung wird die Welt nie besser. Schau, Anna, hast ein wenig Weismehl. Die Menschen denken immer wieder, die gute Zeit sei in der Vergangenheit zu suchen. Aber da können wir gar nichts mehr verändern. Höchstens vergessen und lügen. Es wird eine Zeit kommen, da haben wir mehr Banken als Kirchen im Lande. So, fertig mit Musikantenstaben hier drin. Müllerin in die Küche. Müllerin in die Küche und das Publikum wieder in die Kutsche. Ins Nostalgiegefährt, notabene mit einem Blinker. Hey Bruno! Der Peter da drin, der sollte noch meine Axt greifen. Aber er tut so, als habe er keine Zeit. Da kann ich ja noch etwas üben. Ja, der Peter hat immer keine Zeit. Machen wir das noch und dann ist Feierabend. Alles klar. Herr Schnabler, die Gruppe ist gut. Vater, schau da den Brief. Den hast du noch auf den Tisch gelassen. Danke, Herr Rainer. Ja, aber der Peter da, der sollte noch unsere Axt schleifen. Der Vater hat gesagt, wir müssen vorwärts machen. Dürfen nicht ohne die Axt nach Hause kommen. Ui. Ja, aber die Axt hat natürlich jedes Mal bekommen, das weiss er ganz genau. Und was es darum geht, den Weiterbetrieb hier noch zu sehen, da geht auch der Bruno ganz interessiert mit. Der Betrieb ist natürlich sehr interessant, auch in der heutigen Zeit. Und ganz erstaunlich natürlich ist es, mit was für Gerätschaften man doch all das hergekriegt hat und mit was für ausgeklügeltem System man ins Werk gegangen ist und wie rhythmisch. Handwerk tot ist, dass man uns nicht mehr braucht. Die moderne Welt will alles besser.
alles billiger, alles schneller. Alle wollen den Fortschritt und niemand merkt, dass es Schritte fort von den Menschen sein werden. Der Bund will unsere Arbeit nicht mehr. Sie kaufen jetzt im Ausland billige Ware, von der niemand weiß, woher sie kommt, wer sie macht. Und zu welchen Bedingungen? Ich bekomme keine Aufträge mehr. Morgen muss ich meinen Arbeitern sagen, dass sie eine andere Arbeit suchen müssen. Es ist vorbei. Wer macht denn alle Reparaturen? Reparieren? Das wird nicht mehr gefragt sein. Man macht die Ware so billig, dass man sie getrost wegwerfen kann, wenn sie kaputt ist. Das ist aber auch nicht sehr gescheit. Ja, also, der Vater, der hat einen Stein getroffen mit der Axt und fragt, ob man den Hick wieder aufschleifen könnte. Siehst du, was habe ich gesagt? Es braucht dich doch noch. Muss das jetzt noch sein? Warum so viele kluge Menschen auf unserer Welt so viel Dummheiten zustande kriegen? Und dabei meine ich nicht den Vater von Bruno. Träumen von einem reichen und bequemen Leben und ahnen, hoffentlich kommt es nie so weit. Denn wer ohne großen Träume lebt, lebt vielleicht vergeben und rennt durchs Leben ohne die Zufriedenheit. Ihr nennt das Leben beschaulich. Im schlimmsten Falle sogar heil und glaubt, dass hier die Werte leben und noch gelten. Ein Paradies, das Glück hat auch bei uns nur kurze Weile. Und Idylle ist es wie in eurem Leben leider eher selten.